Fahrrad. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru. Herr Hendrik, es hat leider mit dem Sprung auf Platz 2 nicht geklappt, aber trotzdem ein Wahnsinnsspiel. Ja, also ich fand auch, wir haben, denke ich mal, Gas gegeben. Ich glaube, das hat auch jeder gesehen. Es hat uns das Quäntchen Glück ein bisschen vorne gefehlt gehabt, um vielleicht früher in Führung zu gehen. Fangen uns dann noch ein blödes Tor. Ich glaube, die zweite oder erste oder zweite große Torchance von denen und der ist dann drin. Und dann haben wir zum Glück noch das 1-1 gemacht. Ja, ich denke, man hat auch heute ganz deutlich gesehen, warum Halle auswärts so gut ist. Stehen hinten sehr kompakt. Ja, also ich habe gerade mit einem gesprochen von Halle. Die haben gesagt, die haben versucht, hinten eine 5er- bis 6er-Kette zu spielen. Ist halt schwer zu knacken. Ne? Also muss man immer anrennen, Geduld haben und hinten wach sein, aufpassen, dass man keine Konter fährt. Ich denke, das ist zum Teil uns gut gelungen, aber das können wir noch besser. Jetzt steht man auf Platz 3, da ist man immer noch dabei bei der Musik. Ja klar, wir sind mittendrin, statt nur dabei und ja, als weiter, nächstes Spiel jetzt Osnabrück, weiter Gas geben und dann mal schauen, was bei rumkommt. Manuel, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum ersten Tor. Leider hat es zum Sieg nicht gereicht. Ja, das stimmt. Das Ding ist im Endeffekt 1-1 ausgegangen. Danke für die Glückwünsche. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mal helfen konnte nach dem angeblichen Knoten, der da war. Wir haben heute den Punkt. Spielverlauf verrückt im Endeffekt. Und ja, jetzt lassen wir das Ganze mal sagen und gucken wir mal, arbeiten das auf. Und ja, dann machen wir auch schon Haken dahinter. Samstag geht es schon weiter. Wir sollten auch nicht so viel auf die Tabelle gucken. Wir haben jetzt aus den letzten 2 Heimspiele 4 Punkte. Ein Zweierschnitt ist immer in Ordnung. Ja, und jetzt schauen wir mal, was wir letztendlich dann am Samstag mitnehmen können in Osnabrück und bereiten uns darauf vor und geben Gas. Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Stuttgarter Kickers gegen Halle. Endstand 1-1. Begrüßen möchte ich den Gästetrainer Sven Köhler. Auf Seiten der Kickers begrüße ich Horst Steffen. Ja, Herr Köhler, das war zum Schluss nochmal ein aufregendes Spiel, oder? Also es war, denke ich, über die gesamte Spielzeit ein aufregendes Spiel. Zumindest habe ich es so empfunden. Und am Ende natürlich nochmal getoppt durch die Ereignisse. Ja, wenn man irgendwie glücklich hier führt und dann noch quasi so einen Schluss für den Ausgleich bekommt, ist man schon irgendwie enttäuscht. Aber alles in allem ist das für uns ein gewonnener Punkt. Wir wussten, dass die Kickers eine sehr spielstarke Mannschaft sind. Da will ich jetzt nicht dem Horst Steffen irgendwie Lobhudelei zukommen lassen, sondern ich glaube, dass sie von der Spielanlage her eine der besten in dieser dritten Liga sind. Das haben sie heute in dem Spiel auch wieder nachgewiesen. Wir haben das, was wir aktuell können, dagegen gehalten. Viel Laufbereitschaft, viel Leidenschaft, taktische Disziplin und natürlich der Versuch, das hat nicht immer so geklappt, auch ab und zu mal nach vorne einen Akzent zu setzen. Wir waren die erste Halbzeit, glaube ich, mehr unter Druck als in der zweiten Halbzeit. Dort war das nicht mehr so, dass wir von den Kickers so eingeschnürt wurden. Haben uns ab und zu befreien können. Wie gesagt, machen glücklich die 1-0 Führung. Schade ist, dass wir halt dann in Überzahl es nicht geschafft haben, das über die Zeit zu retten. Aber alles in allem geht der Punkt auch für die Kickers in Ordnung, die mit unheimlich viel Leidenschaft ja über das ganze Spiel, sagen wir mal, gekämpft, gespielt haben und sich den Punkt am Ende auch verdient haben. Danke. Ja, vielen Dank, Sven Köhler. Frau Steffen, wie waren die letzten Minuten? Ist man da glücklich oder ist man traurig oder wie ist die Gefühlslage? Ja, erstmal muss ich der Mannschaft nochmal ein großes Kompliment zollen, wie aktiv sie über 90 Minuten oder 95 Minuten oder 93 Minuten war. Das ist schon enorm. Nach dem kraftraubenden Spiel gegen den MSV Duisburg am Samstag war sie sehr aktiv, hat immer wieder eine Lücke gesucht, wirklich permanent versucht, irgendwo was zu finden, wo wir Torschancen uns erarbeiten können. Und wenn du dann noch das 1-0 bekommst in der 89. dann ist normalerweise jede Mannschaft am Boden zerstört. Ja, nicht meine Mannschaft und die Jungs haben sich den Ausgleich zumindest erarbeitet. Zwischendurch habe ich schon gedacht, als das 0-1 fiel, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das Leben geht manchmal ungerecht zu, weil wir doch schon ja, eine Menge Ballbesitz hatten, eine Menge Druck gemacht haben. Ein bisschen die Klarheit vor dem Tor haben vermissen lassen. Das hat gerade in der zweiten Halbzeit ein bisschen gelitten, da hat man mehr viel besser, was sicherlich auf den Kräfteverschleiß dann auch zurückzuführen ist.
Und du musst einfach dann genau sein. Und einige Situationen waren einfach zu ungenau vorm Tor. Und dadurch kamen wir zu weniger Situationen, als sag ich mal, wir uns erarbeitet haben. Eigentlich war bis kurz vor Schluss immer ganz gut gespielt. Und eben nur bis kurz vor Schluss. Wir müssen die Dinge zu Ende spielen, um noch mehr Chancen zu haben. Das werden wir uns erarbeiten. Und ich bin, wie gesagt, insgesamt ganz froh, dass es letztendlich 1-1 ausgegangen ist nach dem 0-1. Aber man hätte gerne einen Dreier gehabt und auch Platz 2 eingenommen. Das ist uns heute nicht gelungen, aber das wird uns nicht umwerfen. Wir müssen jetzt wieder die Kräfte sammeln, uns ein bisschen erholen und dann mit Vollgas gegen Osnabrück wieder spielen. Und dann hoffe ich, dass wir auch die 3 Punkte vielleicht in Osnabrück mitnehmen können. Sven, danke für die Worte. Euch auch noch eine gute Restsaison und bis demnächst. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Steffen. Ihre Fragen bitte. Ja, Herr Köhler, vielleicht zuerst die Frage an Sie. Wie kommt dieses unglaubliche Auswärtsgesicht Ihrer Mannschaft zusammen? Geht die einfach anders rein in ein Auswärtsspiel? Denn es ist sehr unglaublich, wie die clever agiert. Ja, ich denke, heute war es extrem. Es war klar, dass die Kickers, sagen wir mal, sehr offensiv spielen mit 2 Außenverteidigern, denke ich, die in dieser Liga einzigartig sind in ihrer Spielweise. Auch gut eingesetzt, immer wieder von Marchese. Heute wollten wir einfach, sagen wir mal, gut stehen, punktuell kontern. Die Frage kam letztens auch schon in gegen Stuttgart, wo ich glaube, dass wir alle Spiele versuchen, irgendwie gleich anzugehen. Und auswärts gelingt es uns eben ein bisschen besser, das auch dann umzusetzen, vielleicht auch mal das eine Tor mehr zu machen. Zu Hause haben wir oft auch Spiele ordentlich gemacht. Wir hätten gegen Rostock in der 70. Minute eigentlich 2-0 führen müssen. Bekommt dann durch 2 Standardtore es 1-2. Also dort ist auch mal das Quäntchen Glück vielleicht auswärts mehr auf unserer Seite. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Mannschaft immer nach diesen Heimniederlagen natürlich auch weiß, dass es schwieriger wird, wenn du dann auswärts wieder verlierst und ist dann doppelt motiviert. Ja, das kann schon irgendwie auch mit zusammen. Richtig erklären kann ich mir selber das auch nicht. Ehrlich sein. Ich habe mal versucht, jetzt blind rumzureden. Herr Steffen, lag es vielleicht auch mit daran, dass der Gerrit Müller raus musste, zweite Halbzeit, dass ein bisschen in Bruch reinkam? Und was hat er denn für eine Verletzung? Ja, der Gerrit hat den Oberschenkel zu. Ja, er hat das Gefühl, wenn er jetzt nochmal rausgeht und einen Sprint macht, dann kann Schlimmeres passieren, deshalb muss der raus. So einen richtigen Bruch habe ich jetzt nicht gesehen. Es fehlt ein bisschen Klarheit. Ich glaube, dass auch der Randy für Torgefahr gesorgt hat auf der Seite und dementsprechend seine Aktion hatte. Es ist wie es ist. Also wir müssen unsere Ausfälle kompensieren. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir zweite Halbzeit auch nicht schlecht gespielt haben. Was der Sven sagt, dass Halle dann immer mal wieder mehr Situationen auch noch zum Kontern hatte, das sehe ich genauso. Aber das lag auch eher daran, dass wir ein bisschen müde wurden und etwas ungenau wurden und dementsprechend den Gegner dann auch hin und wieder mal den Ball hingespielt haben. Und für meine Mannschaft ist es so, dass ich sage, die Stürmer, die da sind, die sind alle in der Lage, Tore zu machen. Gott sei Dank hat der Manu das heute auch geschafft für uns. Das war für ihn wichtig, für uns wichtig mit dem Ausgleichstor. Aber wie gesagt, die Überzeugung ist da, dass alle Stürmer, die wir haben, treffen können. Hätten Sie sich gewünscht, dass Ihre Mannschaft heute noch mehr über Außen spielt? Also ich glaube, wir haben alle irgendwie versucht, links und rechts und durch die Mitte und alles versucht, über Standardsituationen nach vorne zu kommen. Wenn man noch sieht, dass links und rechts 1-2 Läufe mehr möglich gewesen wären, ja, stimmt, aber die Jungs haben einfach auch ein Spiel gegen Duisburg in den Knochen und da fehlt dann irgendwann auch mal die Kraft. Und wenn man dann als Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger noch einen Vollsprint nach vorne macht, der Ball kommt nicht an, dann liegst du möglicherweise 0-1 hinten und dann ärgert man sich, dass man gesagt hat, okay, jetzt wollte ich unbedingt das 1-0 machen. Also es hängt sicherlich auch mit der Kraft zusammen. Wir haben, glaube ich, überall versucht durchzukommen und Lücken zu finden. Das ist nur ansatzweise gelungen und das ist aber auch gegen eine Mannschaft, die das richtig gut verteidigt hat, schwierig. Ist einfach so. Zweite Fragen? Ich sehe keine Wortmeldung mehr, dann wünsche ich unseren Gästen aus Halle eine gute Heimreise, Ihnen einen schönen Restabend und bis Samstag in Osnabrück oder Donnerstag bei der PK. Tschüss.